Name ist Marc Brüsler, wohne hier in der Ostschweiz in Oberbüren. Ich bin seit der 5. Saison jetzt Präsident des Schweizer Jugendmotocross Club und mache das mit Liebe und Seele und grosser Leidenschaft. Der Schweizer Jugendmotocross Club, was heisst das? Oder was machen die? Der Schweizer Jugendmotocross Club ist die Fäs für Kinder, die können Velo fahren bis maximum 20 Jahre alt. Und dort wird eigentlich das Motocross-Fahren an Trainingswochenende beigebracht und sicher auch alle Jahre eine Motocross-Meisterschaft austragen in 4 Kategorien, die anfängt bei den kleinsten 50 Kubikzentimeter mit den Automaten unterwegs sind. Dann gibt es 65 Kubik, die dann schon geschaltet sind. Das sind Kinder zwischen 9 und 12 Jahre alt. Dann gibt es 85 Kubik-Klasse. Die sind zwischen 12, vielleicht die ganz grösseren Buben schon 11, bis maximal 16 Jahre. Und nachher geht es dann schon auf die grossen Töpfe von 125 Kubik, wo man dann noch bis 20 Jahre bei uns im Jugendkurs liegen kann. Für Trainingsmöglichkeiten ist im Motocross-Sport halt meistens die Familie zuständig. Aber wir vom Schweizer Jugendmotocross-Club probieren alle Jahre 4 bis 5 Trainingswochen zu organisieren, wo wir dann im nahen Ausland so eine Strecke mieten, die dann eigentlich exklusiv für uns ist, wo wir dann auf Sektoren, in Gruppen mit professionellen Trainern den Kindern das versuchen beizubringen, wie es sicher und richtig funktioniert. So, dass sie dann nachher in den Heimtrainingsstunden wieder mit den Eltern unterwegs sind, das können probieren umzusetzen. Wenn ich mit meinem Kind mal einschauen wollte, wo darf ich mich melden? Am besten bei uns über die Homepage, über das Kontaktformular. Kann man eine Anfrage starten betreffend eine Lizenzgesuch oder auch einfach für einen Schnuppertag, wo wir auch immer probieren, 3 bis 4 Mal anzubieten. Das kommt die nächste Zeit wieder. Jetzt, wenn die Bauern die Äcker schneiden, dann dürfen wir dann dort drauf, dank dem grosszügigen Angebot von Sigi Zachmann, haben wir dort auch Material von kleinsten Automaten, dürfen bis auf 85 geschalten, die dann nachher in den Rennen eingesetzt werden. Und dort haben die Kinder die Möglichkeit, sauber ausgerutscht, korrekt angelegt, wie es gehört, mal fahren, anschauen oder reinschnuppern. Denn wie viel mal trainierst du denn einmal für zum Fahren? Zweimal. Zweimal in der Woche? Komm schon mal. Ich bin Elisabeth, Margarete Kuhn. Ich bin 6 Jahre alt. Ich war seit 3 Motocross. Mhm. Das ist das grosse Hobby, Motocross. Mhm. Machst du sonst noch so? In der Freizeit? Mit meinen Freunden spielen, am meisten mit Melina, Hanna und Verena. Aha. Tanzen. Tanzen? Mit Mama was unternehmen. Papa. Und dann trainierst du viel auf dem Motocross? Ja. Schon? Mhm. Auf einer Strecke einmal? Ja. Genau. Und jetzt das Training heute ist gut gegangen? Ja. Streng sie? Mhm. Ist rutschig? Ja. Genau. Und jetzt fürs Rennen bist du bereit? Ja. Hast du ein Ziel fürs Rennen heute? Ja. Was ist das Ziel? Janis zu überholen. Janis zu überholen? Sehr gut. Das ist der, wo der Mike, das ist der Vater von ihm, wo gesagt hat, dass sie eigentlich gestern schon vielleicht fahren würden und dann sind sie doch nicht gefahren. Ah ja? Und Motocross das Wichtigste. Ja. Genau, und jetzt, wie ist das Training gelaufen? Gut. Streng da, auf dieser Strecke? Ja. Schon. Was ist denn das Ziel für heute, fürs Rennen? In die Top 5 zu fahren. Ja. Und im Training, wie war es? Auf
auf dem 6. Platz. Wie ist es gelaufen im Rennen? Es ist gut gelaufen. Bist du zufrieden? Sehr schön. Und der Janis, hast du können überholen? Nein. Nicht? Ist mal noch umgekehrt? Mhm. Aber nichts passiert? Nein. Nicht. Bist du nervös am Start? Nein. Nicht? Wer ist nervöser, du oder der Papi? Papi. Papi ist nervöser. Aber hat es Spass gemacht? Ja. Sehr schön. Bist du zufrieden mit dem Rennen gefahren? Ja. Zufrieden gewesen? Wie ist es gelaufen? Gut, dann kann man einfach einen Sturz haben. Dann bin ich auf den letzten, aber dann habe ich noch bis auf den 6. aufholen. Also bist du zufrieden, so wie es war? Ja. Ist aber nichts passiert beim Sturz? Nein. Nicht? Bist du nervös gewesen vor dem Start? Ja, schon. Schon? Bist du immer nervös? Weißt du, nervöser du oder der Papi? Beide. Beide miteinander. Und jetzt der zweite Lauf. Was machst du anders? Nicht umdrehen, ja. Und versuchen weiter führen zu fahren. Hat es aber Spass gemacht? Ja. Sehr schön. Dann viel Erfolg beim zweiten Lauf. Danke.